Hallo zur neuen Videowochenschau. Wenn es nach dem LZO-Vorstand geht, dann kann ein Umzug nicht schnell genug erfolgen. Denn der jetzige Sitz an der großen Straße in Vechta sei nicht mehr zeitgemäß. Ein bevorzugter und denkbarer Standort ist das Gesundheitsamt. Und die Dammer Feuerwehr plant und organisiert fleißig ihre 125-Jahr-Feier. Die wird am letzten Septemberwochenende stattfinden. An dem Samstag gibt es beispielsweise einen Festakt mit geladenen Gästen. Weitere Infos zu diesen beiden Themen und natürlich noch viele mehr gibt es am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Der neue Abo-Service auf oldenburgische-volkszeitung.de ist ganz einfach zu finden. Oben in der Menüleiste neben Nachrichten, E-Paper, die Redaktion bekommt ihr unseren Abo-Service auf einen Blick. Dort findet ihr unsere Abo-Produkte, digital und print, und weitere Services rund um euer Abo. Alles auf einen Blick, die gedruckte Zeitung im Abo, unsere digitalen Abo-Produkte und unsere weiteren Services rund ums Abo. Außerdem neu für euch, schnell und einfach Abo-Daten ändern, eure Adressänderung eingeben, Kundenkonto ändern oder die neue E-Mail-Adresse eingeben. Hat es mal nicht geklappt in der Zustellung? Überhaupt gar kein Problem, auch hier bekommt ihr schnell und einfach Kontakt zu unserem Abo-Service und zum Zustellservice der UV. Mit wenigen Klicks und wenigen Eingaben ist eure Zustellreklamation sofort bei den richtigen Ansprechpartnern. Habt ihr weitere Fragen zu unseren Abo-Produkten oder zu unseren Services rund ums UV-Abo? Auch hier findet ihr alle Ansprechpartner auf einen Blick. Am Samstag wird es laut beim Hartensbergsee in Goldenstedt, denn dann findet wieder das Elektrofestival Strandfieber statt. Los geht es um 14 Uhr, insgesamt gibt es 3 Bühnen und ein Bus-Shuttle ist ebenfalls für euch eingerichtet. Weitere Infos und auch ein Video findet ihr dann am Montag bei uns. Und am Wochenende gibt es außerdem das Stadtfest in Dinklage. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit einem Menschen-Kicker-Turnier. Am Sonntag sind dann außerdem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Und wer es nicht erwarten kann, der kann sich ja das Video aus dem Jahr 2015 ansehen. Das findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Made in Dinklage. Ach ja, und Fotogalerien wird es auch geben. Sowohl vom Strandfieber-Festival als auch vom Stadtfest in Dinklage. Die findet ihr dann wie gewohnt auf unserer Facebook-Seite bzw. unserer Internetseite. Ich wünsche euch viel Spaß und ein schönes Wochenende.